Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15 Ultimate Team und wir befinden uns jetzt kurz vor dem nächsten Pokalspiel und da unten sehen wir schon das neue Team der Woche und außerdem gibt es auch im Moment Spieler des Tages, formstarke Spielerspezial, nur für 24 Stunden erhältlich. Ich will mal gerade gucken, ob es ein paar Spezialsets gibt, die wir vielleicht öffnen könnten. Warte mal, gibt's hier irgendwas? FIFA Points? Nö, hier gibt es leider keine super Sets, also so Promo-Sets. Hätte ich jetzt irgendwas aufgemacht, aber wenn es keine gibt, auch nicht schlimm. Es gibt aber ein neues Update, das habe ich jetzt gesehen gehabt, neues Feature, Preisspanne, genau, darüber wollte ich mit euch reden und zwar gibt es jetzt, ich lese das gerade mal vor, Spieler und Spielerverbrauchs- und Vereinsobjekte bei FUT haben jetzt auf dem Transfermarkt eine Verkaufspreisspanne in Münzen. Preisspannen sollten FUT-Nutzer den Wert von Spielern in ihrem Verein verdeutlichen. Spieler mit hoher Bewertung werden mit diesem Feature greifbarer für alle, unzulässige Münztransfers werden erschwert. So. Ne, das ist jetzt das neue Feature hier. Wir gehen mal gerade auf die Transferliste und wenn wir jetzt da einen Spieler verkaufen, wie zum Beispiel den Team der Woche Trapp, na, gibt es hier einen Maximalpreis zwischen 7 und 16.000. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Also auf der einen Seite sage ich mir, okay, ja, finde ich das jetzt gut oder nicht gut? Ich habe da noch keine Meinung zu, das ist mein Problem. Wie sieht es mit Joe Hart aus? Kriegen wir einen Preis maximal 6.000. Hummels, Preis maximal 10.000. Wie sieht es mit De Jong aus? Maximal 14.000. Guck mal. Das Ding ist halt einfach, maximal 7.000. Ich weiß halt noch nicht wirklich, was das bringen soll. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was das so für einen Hintergrund hat. Ob es da irgendwelche Infos gibt. Wie gesagt, ich habe da halt echt keinen Plan von. Ich habe mich damit jetzt auch noch nicht so wirklich beschäftigt. Könnt ihr gerne mal hier gucken bei Neuer. Hat das irgendwas am Preis geändert? Es geht, ne? Boah, 2,7. Boah, dann einer 2,2 geboten auf Neuer des Jahres. Ey, krass. Richtig krass. Wie sieht es mit Robben aus? Da gucke ich immer ganz gerne bei einem Robben. Weil der so extrem viel... Alter, der ist immer noch so viel wert. 751. Boah, da hatten wir so ein Schwein gehabt damals, einfach nur, als wir den gekauft haben, ne? Das ist echt krass. Richtig, richtig krass. Wie sieht... Ach ne, ich glaube, Boateng des Spiels brauche ich gar nicht gucken hier. Das ist ja Wahnsinn. So, wir befinden uns im Viertelfinale des Champions Shields. Und wir starten jetzt mal direkt in eine neue Runde. Mal gucken, ob die Fitness noch im... Ja, die Fitness ist nicht so geil. Da hauen wir nochmal hier eine Fitnesskarte drauf und dann passt das. Zack, bam und auf geht's. Sitzung wird erstellt. Suche Gegner. Uah. Schönen guten Tag, liebe Gegner. So, ich bin sehr gespannt. Das wird ein super Spiel auf jeden Fall. Super spannend halt auch. So Pokalspiele sind immer mega spannend. Das macht immer richtig viel Bock. Und diese Folge wird wahrscheinlich heute etwas später kommen. Das tut mir an dieser Stelle natürlich schon mal sehr leid. Aber ist leider nicht zu ändern. Ich bin heute nicht so wirklich zum Aufnehmen gekommen. Aber das macht doch nichts. Wir haben noch DayZ aufgenommen und sowas. Da muss halt hier und da immer mal ein bisschen gucken. So, der hat ein komplettes Paris-Team. Und da gab es ja gestern so ein krasses Spiel Paris gegen Chelsea. Also wer das geguckt hat, Heidewitzka, mega krass. Wie die Paris, also ich bin jetzt nicht so der Mega-Paris-Fan, also ich bin allgemein, was solche, ja, für mich sind das halt solche Hybrid-Teams, sag ich mal. Also was heißt Hybrid-Teams? Ich bin halt kein Fan von irgendwelchen Investoren-Clubs, so Hoffenheim, Paris, Chelsea und so, ne? Es regnet, na toll. Aber was Paris da gestern geleistet hat, vom Kämpferischen her, richtig, richtig krass. Das verdient einfach meinen vollsten Respekt. Muss ich wirklich sagen. Also, es ist schon richtig krass gewesen. So. Jetzt aber genug gesnackt. Jetzt geht's gegen besagtes Paris. Ich glaube, der hat nur Ibrahimovic nicht, ne? Boah, Hummels. Ihm fehlt nur Ibrahimovic, dafür hat er vorne im Sturm Cavani. Vielleicht hat er ja Ibrahimovic noch auf der Bank, weiß man ja nicht. So, Alaba, Reus und der Breine. Oh. Oben. Müssen wir oben hinspielen. Super. Kommt doch an. Und Alaba zieht durch. Ball kommt und da ist Lewandowski. Boah. Super. Gündogan. Probieren wir einfach mal. Ah, nicht so gut. Navalavetzi. Muss Robben rauf. Macht er auch. Caballé. Ein Caballé-Theater. So, der Bräune arbeitet mit nach hinten. Finde ich gut. Und Piszczek ist da. Holt leider nicht das Foul. Der Bräune. Was? Ach komm, das ist...
Ist wieder so eine Schiedsrichterentscheidung, wo ich gerne mal auf den Tisch hauen würde und sagen, hier, hör mal zu. Du alte Kackwurst. Der Kack wird später. So, Caballé. Boah. Ja, der Freistoß war nicht schlecht. Hör mal. Hui. Pisscheck und direkt mal weiter auf Robben da vorne. Gehört, der hat Bock. Lewandowski. Und nochmal Glück, dass wir einen Freistoß kriegen, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Komm, den bringen wir mal rein. Mit Pisscheck. Und da oben ist Lewandowski. Okay, Vorsicht. Verratti. Wer hat die Gans gestohlen? Oh Gott. So, Alaba. Flanke kommt. Robben! Ah. Ah. David Alaba. Und Reus. Und Reus. Und Reus. Reus! Schade. Super gedribbelt auf jeden Fall. Schön. Gut gelesen vom Pisscheck, leider nicht viel gebracht. Lavezzi geht trotzdem durch. Da geht der Lavezzi mit mir durch. Oh, die Flanke ist gut. Boateng ist da. Und stark gemacht von De Bruyne, direkt weitergeleitet. Robben. Oh, das war dumm. Kacke. Ja, das war dumm. Hätte ich besser lösen müssen. Reus. Ah. An sich keine schlechte Idee. Aber nicht gut genug. Nicht gut genug. Ich bin halt auch voll nicht der Regenspieler. Das soll keine Ausrede sein, aber ich weiß nicht, ich krieg das bei FIFA mit Regen aber nicht hin. Es war bei mir schon immer das Problem gewesen. Gerade bis jetzt, es ist nicht bei dem Teil nur so. Es war schon immer so, dass ich beim Regen irgendwie, weiß ich nicht. Da. Schweinsteiger, schön. Oh, Reus. Kacke. Jürg. Oh, 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 oh. Nein. Cavani ist durch. Scheiße. Komm. Super. Ah, der Trick hat mal wieder funktioniert. Schön. Da hatten sich ja die meisten mittlerweile schon dran gewöhnt gehabt. So, ich tippe mal kurz an, hole einen Torwart raus und tue ihn dann wieder rein. Ah. Ach, Robben. Du olle Kackwurst. Hör mal. Ich habe übrigens die ganzen Einsendungen für die ganzen Holland-Teams, habe ich bekommen. Und das werden wir dann in der nächsten Woche angehen mit den Holland-Teams, mit dem Holland-Team besser gesagt. Ich habe da schon einige, wie gesagt, Einsendungen bekommen. Einige Spieler, einige fleißige Zuschauer, die sich da rangemacht haben, um mein Team zu entwickeln sozusagen. Finde ich gut, vielen Dank an dieser Stelle. Kümmern wir uns dann ab nächster Woche drum. Robben. Robben. Oh. Freue ich mich schon drauf, das wird super. Starten wir mal die Saison mit einem Holland-Team. Weiß nicht, das ist so spontan gewesen. Wollte eigentlich ein Spanjockel-Team machen. Also Spanjockel-Team hört sich so abwertend an, ne? Aber so ein Spaniel-Team halt. Spanjockel, sorry. Das war jetzt nicht so gemeint, wie es vielleicht rüberkam. Kann ich wieder was anhören in den Kommentaren, ne? Tobi. Kein Abseits. Reus. Lewandowski. Bisschen zu überhastet. Reus. Ach, Reus habe ich schon. Robben. Schön. Robben. Das tut mir fast schon ein bisschen leid, ne? Das ist halt echt wieder voll assi einfach nur. Ja. Das ist doch kein Elfmeter, bitte. Also, es... Den kannst du schon geben, ja, aber... Weiß ich nicht. So, Reus schießt. Marco Reus. Lass mal den mal wieder schießen? Nee. Der hat mir den zu oft verbasselt, den Elfmeter. Können wir das mal Robert Lewandowski schießen? Der ist so gut drauf, oder? Wenn ich bei dem Elfmeter jetzt echt ein echt schlechtes Gewissen habe, irgendwie. Das war halt keiner so, weißt du? Aber egal. Jetzt sind wir nochmal drauf hier, komm. Bam! 1-0! Ich jubel gerade so ganz heimlich unterm Tisch. Also, ja. Hört sich jetzt auch wieder falsch an irgendwie.
Also ich jubel halt so ganz kleinlaut, weil es halt ein Elfmeter war und ich weiß jetzt, man kann ihn schon geben, ja, aber ja, weiß ich nicht. Komm. Ja! Reus, da müssen wir was draus machen hier, komm. Robben! Robben! De Bruyne! Oh! Hätte ich mal gewusst, dass Robben da dran kommt, hätte ich den direkt draufgehauen. Hier, komm gleich nochmal. Ah, greift er mich nochmal an? Schön, De Bruyne. Oh! Lewandowski. Schön! Das gibt's nicht. Ah, die Bayern. Boah, sind wir offen hinten. Hehe, that's what she said. Hummels gegen Cavani. Super. Super gemacht. Super gemacht. Und ein schöner Pass auf Reus, Alter. Reus. Reus. Komm. Boah. Nein. Kann doch nicht wahr sein. Ja, ich glaube, Robben ist im Abseits, ne? Naja. Alter, Reus gerade, ne? War so ein Tor des Monats irgendwie. Schade. Den haben wir. Den haben wir nicht. Ja, stark von Cavani. Oh, 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 oh. Was da los? Und Reus. Ja. Gute Idee auf De Bruyne, aber... Der war zu langsam. Komm. Nein, noch nicht so fest. Oh, was jetzt? Da ist David Silva wieder ausgerastet. Dafür gibt's gelbe Karte. Ich glaube, am Trikot hat er uns gezupft oder so, ne? Oh, der kleine Schelm. Schauen wir mal. Naja. Also Trikot war das jetzt nicht. Hat da schon zugelangt. David Silva. So, lass mal mit Reus hier probieren. Ich hab zwar gesagt, ich soll es nicht mehr mit Reus. Wobei, komm, wenn der da schon zustellt, weißt du, dann ist mir das auch egal. Robben. Tor. Da war ich mir schon wieder zu sicher gerade. Scheiße, ey. Boah. Ja, das ist es halt wieder, ne? 7 Schüsse aufs Tor und nur ein Tor. Das ist halt echt, ja. Also, wenn wir verlieren, sind wir selbst dran schuld. Der Chancenauswertung ist das natürlich wieder... Boah. Mal drauf da. Schön. Oh. Superb. Reus. Was der heute macht, klappt. Hat er sich mal ein Tor verdient heute? Scheiße. Der gute Marco, hat er sich ein Türchen verdient? Ja. Regen... Müssen wir aufpassen. Wie gesagt. Oh. 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 Oh, Cavani. Ein bisschen am Trikot ziehen und Trapp muss raus. Hatte ihn super. Haben wir Glück. Dass der Schiedsrichter den Trikotzupfer da nicht ahndet. So, und Gündogan. Spielaufbau. Oh. Schön. Oh. De Bruyne. Hummels, passt auf. Super. Oh, oh. Gündogan, ey. Wichtiger Typ. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Lavezzi, der ist fix auf den Beinen. Richtigen Moment gegrätscht. Super von Mats Hummels. Tolle Wurst. Currywurst. Haben wir. Nein, haben wir nicht. Oh, dumm. Schlecht und dumm. Schlecht und dumm. Lukas, ey, mit dem habe ich eh keinen Vertrag. Das ist so ein Spieler, wo ich mir sage, hier, boah. Oh, das war abseits, nein. Reus. Richtiger Marco, ey. Also ich Marco. Gott. Ist schlecht. Kriegen wir keinen Zugriff. Doch, Pisscheck, super. Ein kleiner technischer Fehler, aber ist nicht schlimm gewesen. Reus. Reus, Reus, Reus. Oh nein, noch ein Stück höher. Oh. Ja, gut.
Ich hatte dann A gedrückt, um den Spieler zu stellen, weil ich dachte, ich muss in den Zweikampf gehen. Musste ich ja dann wohl doch nicht, wa? Kacke. Komm auf da. Stark. Pisce nimmt die Zweikämpfe an. Pisce. Keine Ahnung, wer das ist. Boah. De Bruyne. Super auf Schweinsteiger. Super schön. Oh. Ja, ist David Lewis, ne? Ach du Scheiße, Boateng. Kommt der Alaba noch hin? Ne. Kommt er nicht. Eieiei. Schönes Ding von Edson Cavani. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Und das ist halt wieder das Ding. Weißt du, der Gegner super Chancenauswertung und ich kriege wieder nicht hier backen. So, Robben hier, komm. Gucken, was da noch so geht. Lewandowski ist da. Oh. Oh. Alle springen vorbei. Oh, Cavani stark. De Bruyne, komm. Oh. Wer ist das? Reus. Alter. De Bruyne aus dem Stand. Aber wenn der reingeht, ne? Da habe ich aber Kirmes in der Hose. Was? Kirmes in der Buchse. Kirmes. Kermit der Frosch. Kirmes der Frosch. Ach, egal. Da wird sie. Ui, 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 ui. Muss man aufpassen. Kann man nicht machen, ne? Ach, schlechter Pass. Na gut. Er hat auch mal einen Fehler drin, ist gut. Robben. Und Reus. Kriegt er den? Ja, den kriegt er. Kriegt er noch rein? Eckball. Edison. Ach, heißt der Edison? Heißt der nicht Edson? Das ist, glaube ich, die Kurzversion, ne? Ah, Flanke ist nicht schlecht gewesen, aber... Boateng. Boateng regelt. Was ist da los? Hoher Ball auf Reus. Kriegt den noch. Super. Schlag von Reus. Komm, hol dir dein Tor. Ach, Mann. Ja, okay, der Winkel war scheiße. Ja. Der Einwurf war optimistisch, ich weiß. Komm, Boateng, geh doch hin. Was ist los mit dir? Überleg da noch, weißt du? Ach, du Scheiße. Ein bisschen zu weit nach unten gedrückt. Ich wollte den eigentlich auf Reus bringen. Hat super geklappt, wie ihr seht. Schön. So spielt man sich frei. Gucken, ob wir den auf Robben kriegen. Ja, klappt. Wenn Robben doch nur mitspielen würde. Toll. Richtige Arien. Ach, dann lässt er sich da so abkochen. Schweinsteiger, komm. Da geht noch was. Reus. Ah, okay. Ich hatte einen Magic Moment gerochen. Aber es war doch nur ein Furz. Was? Oh, geht er Risiko? Da geht er richtig Risiko. 2, 1, Risiko. Lewandowski. Und Elfmeter. Was? Ja. Also ganz ehrlich, wenn er den ersten Elfmeter gibt, muss er den auch geben. Also eher noch wie den ersten, meiner Meinung nach. Oh, De Bruyne. Jetzt hau mal einen raus da, komm. De Bruyne! Oh, Mann! Komm, ich bring ihn lang. Scheiß drauf. Hummels. Och, nö. Ja, 1 gegen 1 da hinten, jetzt sauber. Boateng. Oh, was? Die Grätsche gerade von Hummels, ne?
Das war Glück. So, jetzt kommt De Bruyne, komm. De Bruyne, mach mich glücklich. Es ist dumm. Es war dumm, Freunde. Ich weiß. Es war ziemlich dumm. Da den Heber anzusetzen, ey, scheiße. Jetzt kommt er mit Lavezzi und Gündogan ist zu langsam. Ne. Schweinsteiger. Und De Bruyne wieder. Komm, Robben hat noch Power hier. Der geht noch. Da geht. Robben, Flanke. Lewandowski. Nein. Oh, Gündogan ist verletzt. Okay. Und es gibt Verlängerung. Das ist ja toll, dass die Folge jetzt noch rauskommen sollte eigentlich. Ja. Na, mal gucken. Weiß ich, vielleicht wird das doch nichts mehr. Also wenn die heute nicht mehr kommt, nehmt es mir nicht allzu übel. Wir müssen mal auswechseln. Dann kommt die halt doch erst morgen. Philipp Lahm kommt mal rein hier. Götze für De Bruyne. Und dann... komm, wir bringen mal wieder Müller. Ab in den Sturm da vorne. Thomas der Müller, Alter. So, hier die deutsche Nationalmannschaft kommt rein. Bin mal sehr gespannt. Reus ist noch ziemlich fit. Freut mich. Oh, Schweinsteiger, ey. So ein Pass muss ankommen. Was ist los mit dir? Aus der ganzen Aufregung. Oh, hier, hin und her. Götze, schön. Müller. Müller. Elfmeter. Weißt du? Wahrscheinlich 10 Torschüsse. Was machen wir? 2 Tore per Elfmeter. Das ist halt so geil, ey. Wobei das jetzt wirklich ein Elfmeter war, oder? Ja. Ich hätte jetzt gesagt, hätte er nur mit dem rechten Fuß hingeditscht. Dann hätte ich gesagt, wo soll er hin? Aber er hat ja mit dem linken nochmal nachgezogen. Und in dem Fall war es dann tatsächlich ein Elfmeter. Ah, wen lassen wir schießen? Lewandowski ist jetzt nicht mehr mit dabei, ne? Komm, wir lassen Robben schießen. Reus ist halt immer so ein Ding, ne? Ich meine, Reus ist zwar nicht schlecht, aber wer dieses Let's Play verfolgt hat, weiß, dass ich mit Reus den einen oder anderen Elfmeter schon verschossen habe. So, komm, wir jetzt mal mit Robben. Komm schon, Robben. Yo! Super. Wugi, wugi. Geilo. Ja, wie gesagt, 10 Torschüsse. Was machen wir? 2 Tore per Elfmeter. Läuft. Oh, Müller geht. Müller geht. Müller. Nein. Oh. Ich hab einen Hahnmund. Nie. So, Lahm. Komm. Oh. Robben? Ja, komm. Reus! Nein! Alter. Silva, ey. Gibt's auch noch Rot? Also ich bin ganz ehrlich. Ich werde diesen Elfmeter... Ja, komm, das ist kein Elfmeter. Was genau war das denn? Ich werde diesen Elfmeter bewusst verschießen. Mit Marco Reus. Einfach, ja. Also der erste war schon so lala. Der zweite war okay. Aber jetzt der dritte, das war kein Elfer. Sorry, aber das ist echt arm. Und da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Ich meine, ich weiß, dass in 90% der Fälle der Gegner das jetzt nicht gemacht hätte. Aber ganz ehrlich, so fair play bin ich dann schon. Ich meine, wir führen ja. Na, so ist es ja nicht. So, Robben. Komm schon. Mach mal einen Klader. Reus! Tor. Ja, Mann! Diese geht doch auch so. Oh. Halbfinale, hör mal. Saugeil. Schönes Ding.
Jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Kann ich schon verstehen. So, jetzt mal hier Tiki-Taka auspacken. Zack. Und Müller. Nee. Ja, wie gesagt, also das mit dem Elfmeter, das war mir zu blöd. Ich meine, es sieht ja jetzt schon so aus, als würde ich nur mit Elfmeter gewinnen können. Leicht. Das ist mal dein Archiblade. Oh. Na gut, hätte ich den Elfmeter ja auch reinmachen können, ne? Aber schönes Tor. Ach komm, Junge, ey, du hättest das doch noch locker drehen können. Das ist Ultimate Team, Alter. Mit ein bisschen Glück wird das der höchste Sieg überhaupt. Bei Ultimate Team. Was soll er machen? Nur mit Hackenpässen? Zum Torerfolg oder was? Ja, solange wie die Folge jetzt schon geht, wird die heute leider nicht mehr kommen. Mal gucken, ich werde jetzt gleich noch eine aufnehmen, dann hauen wir morgen einfach zwei raus. So werden wir es wahrscheinlich machen. Tut mir leid, geht nicht anders. Komm halt morgen dreimal FIFA, Alter. Ist doch geil. So, ein Start ist Fußballwochenende. Drei Folgen FIFA. Mega. Ich meine, morgen ist Freitag, ne? Da kann man ja ein paar Videos mal raushauen. Da haben die meisten auch Zeit, immer zu gucken, ne? Auf dem Freitag. Von daher. Urk. Wir schonen uns einfach ein bisschen fürs Finale. Wie du mir behaupten. Und Robben. Hey! Was Robben den Ball weggenommen? Elfmeter. Ui. Siehst du, guck mal, der spielt gar nicht so schlecht. Der hätte das noch locker drehen können, theoretisch gesehen. Ich meine, wie oft haben wir schon in der letzten Minute ein Tor kassiert? Finde ich immer schade, wenn die sich so aufgeben, dass sie Eigentore schießen. Weiß ich nicht, das finde ich immer so... Und Reus. Komm mal raus hier, komm. Hui. War ja ein Eigentor, oder? Nee, doch nicht. Slapstick vom Feinsten. Sehr schön. Oh! Nein! Silva? Silva, Alter, was macht der da vorne? Ach, Robben. Ui, was kommt jetzt mit Sirigu? Okay. Ja, gut, ne? Kann man mal machen. Ja, 6-1 einfach mal im Viertelfinale. Was ist denn da los? Komm, schöner Pass auf Reus da unten. Hui! Und jetzt mal schön einen raushauen da. Komm, Reus. Oh! Schade. Ja, was soll ich sagen? Bis zur 100. Minute. Ein relativ cooles Spiel, wie ich finde. Danach dann... ja, weiß ich nicht. Was macht er jetzt? Danach dann, ja... Bisschen blöd vom Gegner, muss ich sagen. Ich meine, wie oft hätten wir schon... wirklich... also richtig... Grund gehabt, richtig angepisst zu sein. Aber selbst dann mache ich sowas nicht. Das ist ja peinlich. Naja. Gut. Wir sind im... Das, ja, doch, Halbfinale sind wir jetzt, ne? Kam erst das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, genau. Also noch zwei Siege bis zur Trophy. Nur mal gucken, dass wir das in der nächsten Folge dann klar machen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, haut rein!